Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Gott, als solchen beten wir dich an, als derjenige, der im Hintergrund am Wirken ist, auch da, wo wir es vielleicht gar nicht sehen. Wir beten dich an, als derjenige, der das Wunder tun kann, nachdem wir uns so sehr sehnen, Herr. Wir beten dich an als derjenige, der der Wegbereiter ist für unser Leben. Danke, dass du einen guten Plan hast für jeden Einzelnen von uns. Danke, dass du keinen von uns vergessen hast. Danke, dass du auch in unserem Beziehungsleben keinen von uns vergessen hast, sondern du bist da, du möchtest uns neu begegnen, du möchtest uns den Weg bahnen, du begleitest uns und wir wollen heute neu auf dich hören, Herr, auf deine Stimme, auf deinen Geist und unsere Herzen sind offen und wir laden dich ein. Sprich zu uns, Herr. Amen. Amen. Nehmt Platz, ihr Lieben. Ja, so schön, euch zu sehen. Was für ein Sonntag. Der Sommer liegt in der Luft und wir sind weiterhin unterwegs in unserer Serie Love, Dates and Heartbreaks. Und wir haben uns schon einiges angeschaut. Wir haben uns nämlich angeschaut, dass, wenn wir Jesus nachfolgen, uns das besser macht, besser vorbereitet macht in unserem Beziehungsleben. Aber wir haben auch darüber geredet, wie es geht, dass wir diese Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat, wie wir die in unser Leben hineinbringen. Wir haben nämlich gesehen, dass die Liebe, von der Jesus spricht, dass die definiert ist, dass es da etwas Kleingedrucktes gibt, dass es da etwas Ermutigendes gibt, wie die aussehen darf. Und unter anderem steht zum Beispiel in 1. Korinther 13, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf und sie ist nicht eingebildet. Und wir haben geschaut, hey, Liebe ist nicht einfach ein Gefühl, sondern Liebe ist viel mehr. Liebe ist etwas, was ich reingebe, aber Liebe ist auch etwas, was ich zurückhalte. Liebe bedeutet auch, ich habe keinen Neid, ich spiele mich nicht auf. Das heißt, Liebe ist beides, es gibt sich hin und es nimmt sich zurück, wenn wir Liebe haben. Und was hilft uns, diese Liebe zu leben, hey, wenn wir Jesus nachfolgen und sein Geist in uns das zum Vorschein bringen kann. Und uns ist so wichtig, in dieser Serie verschiedene Lebenssituationen zu adressieren. Und letztes Mal, glaube ich, war echt eine bedeutsame Predigt auch für unsere Church. Hey, es ging auch darum, wie kannst du weitergehen, wenn dein Herz vielleicht zerbrochen ist. Wenn du die nicht gehört hast, hör sie dir nochmal an. Und eine Lebenssituation, die aber auch wichtig ist, ist, wenn du dir eine Beziehungsanbahnung wünschst. Und manchmal, wenn man so in spezifische Situationen hineinbricht, dann sitzt du vielleicht da und denkst, naja, ist ja nicht meine Situation. Aber hey, lass mich dir einen Tipp geben. Ich glaube, meistens ist es so, gerade wenn es um Beziehungen geht, dass auch wenn man um eine andere Beziehungsphase redet, du noch ziemlich viel mitnehmen kannst. Ich glaube, das wird auch heute so sein. Und außerdem kennst du Leute, wo vielleicht genau in der Beziehungsphase sind und denen du ein Ratgeber sein darfst. Und ich möchte mit dir gleich auf den Punkt gehen. Es geht heute um das Thema Dating. Es geht darum, wie man Beziehungen anbahnt und was wir darüber lernen können. Und ich glaube aber, dass du, wenn du schon in einer Beziehung bist, auch noch einiges mitnehmen kannst. Und ich möchte gleich mit folgendem Satz recht steil losstarten. Und zwar, wenn du keine durchschnittliche Beziehung möchtest, dann date nicht durchschnittlich. Ich glaube, so wie bei vielem, ist der Anfang ganz, ganz wichtig. Und auch der Anfang einer Beziehung ist sehr, sehr wichtig. Und du kannst mir überlegen, wie kommen die meisten Menschen heute in eine Beziehung rein? Ja, ganz unterschiedlich. Ich weiß nicht, was dir da alles so in den Kopf kommt, aber die Frage nach dem Anfang ist sehr, sehr wichtig. Deswegen, wenn du keine durchschnittliche Beziehung möchtest, dann solltest du auch beim Anfang der Beziehung, wenn es ums Daten geht, nicht durchschnittlich unterwegs sein, sondern du solltest mit guten göttlichen Prinzipien unterwegs sein. Und ich glaube, Paulus hat uns ein bisschen an diese Situation vielleicht auch gedacht, als er in 1. Korinther 13, wenn wir da weiterlesen, Folgendes geschrieben hat. Er schreibt, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und ich dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Hey, wir alle waren mal Kinder, oder? Und no offense, hey, als Kinder, das sind unsere Kapazitäten, sie sind beschränkt, ja? Und jetzt heißt es, als ich aber ein Mann wurde oder halt eben auch eine Frau, tat ich, was kindlich ist ab. Tat ich ab, was kindlich war. Ja, so rum steht es hier. Also, du lässt das zurück. Du lässt etwas, was kindlich ist oder auch kindisch, zurück.
Und ich glaube, das ist auch im Beziehungsleben so wichtig, dass wir lernen, erwachsen umzugehen in den Beziehungen und das, was kindlich ist, zurücklassen, wenn wir in einen Reifungsprozess gegangen sind. Aber wisst ihr was? Ich glaube, aus irgendeinem Grund ist es so, dass wenn es ums Thema Beziehungsanbahnung geht, wenn es ums Thema Dating geht, dass wir in unserer Gesellschaft heute wieder zu einem recht kindlichen Ansatz zurückgegangen sind. Wir nennen es zwar nicht so, weil niemand möchte ja als kindisch dastehen, sondern wenn wir von Dating reden, dann reden wir einfach davon, wow, es ist wahnsinnig kompliziert. Beziehungen sind so kompliziert, oder? Das hört man immer wieder. Es ist so kompliziert, es ist so schwer. Es bringt so viel Schmerz mit, ja? Und ich habe euch mal zwei Zitate mitgebracht, was Menschen über Dating so in Büchern oder im Internet aufgeschrieben haben. Das erste ist folgende, da sagt jemand, Online-Dating ist das Schlimmste. Jedes Mal, wenn ich einen Freund zwischen 20 und 35 frage, wie es im Datingpool aussieht, dann herrschen dort eisige Temperaturen. Hey, wir alle wissen, dass unendlich viel Werbung gemacht wird für Online-Dating und viele machen sich darüber Hoffnung, woher kommt das eigentlich? Und wenn du dann schon reinschaust in dieses Zitat, dann siehst du, was da eigentlich für ein Frust da ist. Es gibt eine unglaubliche Sehnsucht nach guter Beziehung und gleichzeitig gibt es einen unglaublichen Frust. Oder ich habe dir noch ein anderes Zitat mitgebracht, das spricht das etwas konkreter noch an. Das schreibt Benjamin Sledge. Schau mal, was der für einen coolen Titel hat für sein Buch. Willkommen in der Welt der postapokalyptischen Verabredungen. Ja? Du siehst schon, es ist interessant, wenn man sich heute verabredet. Und er schreibt, bei all dem Gerede über die Leichtigkeit, die eine Dating-App für ein potenzielles Date bietet, habe ich den Eindruck, dass alle in einem Pool schwimmen, der die Wasserqualität eines Babybeckens hat. Du weißt, wie da die Wasserqualität ist, oder? Anstatt aus dem Wasser auszusteigen, haben alle beschlossen, weiter in den Abwässern zu schwimmen und sie vielleicht sogar noch zu vermehren. Denn dieser Pool ist der angesagte Pool, um zu schwimmen. Das klingt ziemlich frustriert, oder? Das klingt ziemlich frustriert, aber scheint offensichtlich die Realität zu sein. Viele greifen zur letzten Option, wenn sie nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll mit Dating und gehen online. Dann merken sie, wow, online ist es auch nicht viel besser. Es steht nicht gut um das Thema Dating. Und die Frage ist, warum ist es aber so? Hey, ist es nicht so, dass im Allgemeinen klar ist, dass wenn Kinder etwas tun, was eigentlich für Erwachsene gedacht ist, dass es dann nicht funktionieren kann? Das ist uns eigentlich klar, oder? Ich habe uns mal ein Bild mitgemacht. Im Allgemeinen lösen kleine Kinder nicht so einen Rubik's Cube, oder? Ich meine, es mag irgendwelche Einsteins geben, bei denen das funktioniert, aber im Allgemeinen wirfst du denen so ein Ding hin und es passiert nicht automatisch die Lösung, außer es wird halt der neue Einstein gerade geboren. Nein, das ist ein Spielzeug für Erwachsene. Es funktioniert mit Erwachsenen. Und genauso ist es aber auch, wenn du Dinge, die in die Beziehungswelt gehören, Menschen hinwirfst, die noch einen kindlichen Ansatz haben, das kann nicht funktionieren. Romantische Beziehungen, sexuelle Anziehungskraft, das kannst du nicht einfach jemand geben, der mit einem kindlichen Ansatz unterwegs ist. Warum geht das nicht? Hey, wir alle wissen, wie Kinder sind, oder? Kinder sind zum Beispiel ungeduldig, oder? Wir haben gelesen, Liebe ist geduldig. Kinder sind auch egoistisch, meins, meins und so weiter. Ja? Kinder sind selbstzentriert. Kinder ärgern sich schnell. Kinder werden schnell abgelenkt. Kinder haben manchmal auch schlechte Manieren. Und Kinder sind und können auch mal unverschämt sein. Sie fragen eben nicht nach den Qualitäten der Liebe aus 1. Korinther 13. Und sie kennen auch nicht automatisch so etwas wie Zurückhaltung, Opferbereitschaft oder Rücksichtsnahme. Das muss man alles erst noch lernen. Was öfters passiert jedoch, ist Folgendes. Kinder wollen gerne wie Erwachsene behandelt werden, oder? Sie haben gern schon den Kittel eines Großen an, aber sie sind noch gar nicht so weit. Und manchmal ist es leider in der Beziehungswelt ganz genauso. Wir wollen Dinge haben, sind aber noch gar nicht so weit. Und das führt dann zu einem Problem. Und wenn dann Kinder etwas wollen und sie kriegen es nicht, das machen sie dann, dann ziehen sie ein Gesicht und fangen an zu schmollen, oder? Das kann ganz schön lustig sein. Und manchmal geht es uns dann in der Beziehungswelt ganz genauso. Hey, aber liebe Church, so wollen wir uns nicht verhalten, oder? Wir wollen, dass gelungene Beziehungen starten und dass Beziehungen gut starten. Deswegen ist es notwendig, dass wir Dinge abtun, die vielleicht in unserer heutigen Gesellschaft normal sind,
die wir vielleicht auch beobachten, aber die nicht zur guten Beziehungsanbahnung führen. Wir wollen dem folgen, was Paulus gesagt hat, wir wollen abtun, was kindlich ist. Und ich glaube, gerade auch im Bereich der Beziehungen gibt es einiges, was halt kindlich ist und was wir abtun wollen. Wenn du kindlich unterwegs bist, dann folgst du diesen Beziehungsmythen, von denen wir gesprochen haben. Der Mythos, du musst nur die richtige Person treffen und schon ist alles in Ordnung. Hey, das stimmt nicht, das ist kindlich. Und das andere stimmt auch nicht. Der Mythos 2, ich kann nur durch ein Versprechen von heute auf morgen eine bessere Person werden. Wir wissen auch, dass du nicht von heute auf morgen ganz viele Gewohnheiten plötzlich hast. Und wir wissen trotzdem, dass Menschen kindliche Entscheidungen treffen und denken, oh ja, der wird sich von heute auf morgen verändern. Aber es passiert halt eben nicht. Nein, wenn es um Beziehungen geht, dann müssen wir Muskeln aufbauen. Wir dürfen trainieren. Wir dürfen den Heiligen Geist an uns ranlassen, an unser Herz, dass gute Dinge in uns geschehen. Und ich glaube, wenn wir heute über Dating sprechen, dann darf Dating auch geübt werden. Es braucht Übung beim Dating mit gesunden Grenzen, aber es braucht auch Dating. Es braucht auch Datingübung und es braucht dazu Vorbereitung. Und vielleicht gibt es dort auch bei uns Christen so ein Mantra, das gar nicht so gesund ist. Nämlich das Mantra, hey, die erste Person, die du datest, solltest du auch heiraten. Das liegt vielleicht daran, dass wir keine Grenzen im Bereich Dating haben. Aber weißt du was, ich glaube, es wäre gut, wenn wir Christen auch lernen würden, mehr zu daten, mit gesunden Grenzen. Es würde uns wahrscheinlich gut tun. Wir brauchen diese Beziehungsmuskeln und wir sollten sie üben. Und weißt du, Dating ist mit Risiken behaftet, oder? Beim Dating müssen wir gegen unsere Ängsten und Unsicherheiten ankämpfen. Du weißt nicht, wie die andere Person reagiert. Und weil das so ist, deswegen versuchen wir, die Situation zu umgehen. Wir verhalten uns kindlich und schlittern einfach nur in etwas hinein. Aber umso wichtiger ist es, dass wir gut daten. Denn beim Daten brauchst du ganz schön viele Muskeln. Du brauchst Beziehungsmuskel, du brauchst zum Beispiel den Mutmuskel. Du musst den Mut haben, um ein Date zu fragen. Da musst du ein Mann sein. Du brauchst den Muskel der Selbstkontrolle. Du darfst nicht sofort zu weit gehen. Du brauchst den Muskel der Ehre. Du darfst die andere Person ehren und dich nicht kindlich verhalten. Und du brauchst auch den Planungsmuskel. Du musst bereit sein, einen Plan zu haben für dein Leben und zu schauen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder halt eben nicht. Und das alles nur in einem kindlichen Spiel enden kann. Und alle diese Dinge brauchen wir für ein gelungenes Dating. Und wisst ihr, wir haben in dieser Serie geschaut, hey, das Neue Testament, es hat viel zu sagen über Beziehungen. Wir haben von der Liebe gehört. Wir wissen auch, dass im Neuen Testament Dinge drinstehen, wir sollen andere so behandeln, wie wir uns selber wünschen, dass wir behandelt werden. Wir wissen, dass viel über Ehrlichkeit drinsteht. All diese Dinge, die wissen wir ja. Und Jesus hat viel darüber gesprochen, auch in den Briefen von Paulus steht viel darüber drin. Nun wisst ihr, es gibt eine Sache, über die die Bibel nicht spricht, das Neue Testament, nämlich über das Dating. Über das Dating steht nichts drin im Neuen Testament. Es steht nichts darüber drin, wie man eine Beziehung anbahnt. Da gibt es nichts. Deswegen kann ich heute auch nicht sagen, so spricht der Herr. Wenn du ein Date angehst, dann bitte so. Nein, das kann ich nicht sagen, aber weißt du was, es gibt viele allgemeine Prinzipien für Beziehungen, die auch in diesem Bereich sehr, sehr wichtig sind. Und umso klarer du denkst, umso mehr Segen wirst du in diesem Lebensbereich auch für dich haben. Weil diese allgemeinen Prinzipien, die gelten auch fürs Dating. Sie gelten für alle Beziehungen, ja? Wenn du mal auf einer Hochzeit warst, dann wirst du merken, da werden immer Verse genommen, die werden auf eine Ehe angewandt, die sind eigentlich gar nicht für eine Ehe geschrieben, sondern für eine Gemeinde. Und genauso ist es hier auch. Hier werden Verse genommen, die sind für Beziehungen gedacht und die gelten auch fürs Dating. Deswegen ist auch diese Predigt von heute für jeden relevant. Okay, ich möchte gerne mit einem Fakt kommen, liebe Ladies, der für viele Männer von heute leider gilt. Wenn er nicht gelten würde, dann würde es wahrscheinlich besser aussehen. Und zwar ist es folgendes, Männer sind Vermeider. Viele Männer sind Vermeider, wenn es um Beziehungen geht. Sie vermeiden es, einen Schritt zu gehen. Wenn sie eine Frau nicht fragen müssen, möchtest du mit mir zusammen sein, möchtest du mit mir auf ein Date ausgehen, dann tun sie es auch nicht. Sie versuchen es zu umgehen und einfach so in den Genuss einer Beziehung zu kommen. Und wenn die Frau einen Schritt nach hinten geht, beziehungsweise nach vorne, dann geht der Mann einfach nach hinten.
Der Mann vermeidet es heutzutage, die Initiative zu ergreifen. Nicht jeder Mann, aber viele Männer. Und dieses Phänomen, es hat sich stark verbreitet. Und damit müssen wir umgehen. Diese Tendenz gibt es und diese Tendenz ist keine Ausrede. Aber gerade deswegen möchte ich uns gerne 5 Tipps oder Regeln mitgeben für gutes Dating, die ich glaube, die dafür sorgen können, dass das Dating bei uns in der Church und in unserer Community besser laufen kann. Sie mögen vielleicht teilweise offensichtlich sein, aber gerade dann, wenn etwas offensichtlich ist und du es schon mal gehört hast, dann ist umso wichtiger die Frage, leben wir das so? Lebe ich das so? Unterstütze ich das so? Oder mache ich viel Blabla um Theorie außenrum? Lass uns daran denken, ob wir das tatsächlich leben. Okay, was ist der erste Tipp? Der erste Tipp ist folgende. Männer bitten Frauen um ein Date. Wen hat das jetzt überrascht? Niemand, oder? Das hat wahrscheinlich niemand überrascht. Und dennoch gibt es viel Diskussion darum. Oder in der Realität ist es oftmals eben nicht so. Du könntest jetzt als emanzipierte Frau sagen, also Jochen, kann die Frau nicht auch das Date initiieren? Hey, und ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, dass Frauen in Führungspositionen sind. Ich glaube, das ist gut. Schau, bei uns predigen Frauen, bei uns gibt es Frauen in der Leiterschaft, das alles gibt's. Aber trotzdem sage ich, hey, Männer bitten Frauen um ein Date. Weißt du, was passiert, wenn du als Frau es so einfädelst, dass du den ersten Schritt gehst? Dann gibst du die ganze Idee, das ganze Konzept des Gentlemans auf. Wenn du den ersten Schritt gehst, dann brauchst du keinen Gentleman mehr. Es ist die Arbeit des Gentlemans, den ersten Schritt zu gehen. Dann kann ich sagen, ja, meiner ist ein bisschen schüchterner, ich muss das halt so ein bisschen hinbiegen und ein bisschen stupsen. Weißt du was? Diesen Kerl wirst du das ganze Leben lang stupsen und hinbiegen müssen. Wenn du als Frau den ersten Schritt gehst, dann brauchst du auch niemanden, der dir die Türe aufhält. Dann brauchst du auch niemanden, der dir in den Mantel reinhilft. Du brauchst auch niemanden, der dir Blumen mitbringt. Und es stirbt jede romantische Erwartung. Weil wenn du dich beim ersten Schritt emanzipiert hast vollständig, dann kannst du dich bei den ganzen anderen Schritten auch emanzipieren. Dann brauchst du dort auch nicht erwarten, dass der Mann etwas für dich tut. Wenn du wirklich einen Mann suchst, der die Beziehung Gentleman verdient, dann suche nach jemandem, der den ersten Schritt bereit ist zu gehen. Wenn der Mann das nicht möchte, dann ist er aus meiner Sicht nicht dazu bereit, in eine Beziehung einzusteigen. Denk mal darüber nach. Da muss der vielleicht noch an sich arbeiten. Vielleicht braucht er noch ein bisschen Klarheit, der Kerle. Und ich glaube, ich tue dir damit einen Gefallen, indem ich das ausspreche. Und weißt du, da kommt, lieber Gentleman, da kommt diese Situation, wo es darum geht, du darfst jemand auf ein Date ausführen. Und ich glaube, es ist gut, wenn du tatsächlich das Wort Date benutzt und wenn du nicht fragst, könnten wir mal vielleicht einen Kaffee trinken? Könnten wir mal ein bisschen, hast du Lust mit mir was zu essen? Wollen wir vielleicht gemeinsam mal abhängen? Oder sonst irgendeine Variation davon, ja? Wir alle kennen das, oder? Weißt du, was du dadurch tust? Du schlitterst dadurch in eine Beziehung hinein. Weißt du, was du tun darfst, wenn du ein Gentleman bist? Du fragst um ein Date, weil du ein Gentleman bist. Was kannst du zum Beispiel sagen? Du kannst sagen, ich würde dich gerne auf ein Date in Café Ludwig einladen, nächsten Samstag um 15 Uhr. Das ist eine Ansage. Das lässt keine Zweideutigkeit über. Es geht nicht vielleicht darum, die Kleingruppe zusammen vorzubereiten oder ein sonst irgendwas zu besprechen. Nein, du fragst um ein Date. Und du gibst da vorher drüber Auskunft. Und um es deutlich zu sagen, um ein Date zu fragen, brauchst du Mut. Um abzuhängen, brauchst du keinen Mut. Um abzuhängen, brauchst du kein Gentleman zu sein. Um einen Kaffee zu trinken, ohne zu sagen, wozu, brauchst du auch keinen Mut. Du fragst um ein Date, wenn du ein Gentleman bist. Möchtest du mit mir auf ein Date gehen? Dadurch legst du Klarheit rein, du hast Mut und du hast einen Plan. Ein Mann, ein Wort. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, hat Jesus gesagt, oder? Willst du so ein Mann sein? Ich rede jetzt zu dir, mein Kollege. Schlittere nicht in eine Beziehung hinein. Und bevor du das tust, wirst du dir als Mann natürlich einen Haufen Gedanken machen, oder? Du wirst dir Pläne machen, du wirst schauen, soll ich in das Café gehen, soll ich in das Café gehen, in das Restaurant, in das, was ziehe ich an, was ziehe ich nicht an, habe ich das richtige Parfüm, blablabla, alles und so weiter, sofort, alles super.
Aber weißt du was? Wenn du dann diese Frage stellst, möchtest du mit mir auf ein Date gehen, dann kann es sein, dass die Lady, die du um das Date fragst, sich noch nicht in dem Moment so viele Gedanken gemacht hat. Deswegen lass ihr ein bisschen Zeit. Lass ihr ein bisschen Zeit, nachzudenken, zu überlegen. Vielleicht hat sie noch einen anderen Termin zu dem Zeitpunkt, wo du gefragt hast, und gib ihr die Chance, sich auch ein bisschen darauf einzustellen. Du hattest die Zeit, es dir auszuspinnen, also verdient die Lady auch Zeit, sich darauf einzustellen. Und jetzt kannst du auch nachdenken, wenn du schon verheiratet bist, findest du noch irgendeine Anwendung aus dieser Idee hier? Männer bitten Frauen um ein Date. Da kannst du dich ja fragen, als Mann, ergreife ich immer noch die Initiative? Führe ich meine Lady, meine Ehefrau immer noch aus? Colin und ich zum Beispiel haben montags immer Date Night. Da darfst du ruhig immer wieder mal die Initiative ergreifen, ja? Und wenn ihr dann verheiratet seid, darf auch die Frau mal was sich überlegen, das ist auch in Ordnung. Aber lieber Gentleman, du darfst weiter initiativ bleiben. Ja? Das ist der erste Tipp, den ich uns mitgeben möchte. Dann kommt ein zweiter Tipp, und der ist ganz folgerichtig und sehr wichtig. Ladies sagen Dates zu. Warum muss man das sagen? Liebe Ladies, ich rate euch nicht einfach mit Männern abzuhängen. Ich glaube, viele Beziehungen, die nicht auf gutem Fundament gebaut sind, passieren, wenn Ladies einfach nur anfangen, mit Männern abzuhängen. Es ist nicht definiert, wie die Beziehung aussehen soll. Aber nur einfach abzuhängen, das ist eine kindliche Form von Beziehung. Es liegt an euch, Ladies, beim ersten Treffen die Latte hochzusetzen mit euren Werten. Ich habe euch da so ein Bild mitgebracht. Da seht ihr eine Lady, das gibt es natürlich nicht so in real, mit einer Hochsprunglatte. Das ist die Latte, um in die Beziehung zu kommen. Die Latte ist viel zu niedrig. Jeder Waschlappen kann über diese Latte drüber springen. Ladies, es liegt an euch, die Latte hochzusetzen mit euren Werten. Wenn ein Mann dich einfach nur fragt, willst du mit mir essen gehen oder einen Kaffee trinken oder abhängen, dann sei mutig und frag zurück. Hast du was Besonderes im Sinn? Damit bist du nicht gemein. Du bist auch nicht unverschämt, sondern du spielst diesem Mann den Ball zurück und kannst sehen, ob er wirklich den Mums hat, dich auf ein Date auszuführen oder ob es nur ein Abhänger ist. Er hat jetzt die Möglichkeit, seinen Mann zu stehen. Und du darfst erwarten, dass er den Mut zusammenkriegt, dich um ein Date zu fragen. Sonst schlitterst du wieder einfach nur in was hinein. Weißt du, mir ist wichtig, ich habe mal diesen Satz zusammengeschrieben, Dating ist eine unverbindliche Zeit des Kennenlernens mit einer festen Absicht und offenem Ergebnis. Ja? Dating ist eine unverbindliche Zeit des Kennenlernens. Du kannst dich 3 oder 4 Mal mit jemandem treffen und nachher herausfinden, dass es nicht gut war. Und das ist vollkommen in Ordnung. Du bist immer noch ehrbar unterwegs. Und ich glaube, das gibt es zu wenig in manchen christlichen Subkulturen. Du triffst dich auf einen Kaffee und unterhältst dich und lernst dich dort kennen. Deswegen, du hast eine feste Absicht, nämlich herauszufinden, ob es sinnvoll ist, mit dieser Person in eine nächste Beziehungsphase zu gehen. Und du hast ein offenes Ergebnis. Weißt du, wann das Ergebnis nicht mehr offen ist? Zu dem Zeitpunkt, wo dich einer fragt, willst du meine Frau werden? Dann ist das Ergebnis nicht mehr offen. Dann hast du ein festes Commitment. Und bis dahin ist ohne Scham das Ergebnis offen in unserer Kultur. Also, wenn einer einfach nur so fragt, lass uns einen Kaffee trinken, dann rate ich dir, sag nicht einfach ja, sondern spiel die Frage zurück. Liebe Ladies, ihr solltet euch selbst respektieren und nicht easy auf Dates gehen. Wenn der Mann den Mums nicht hat, eine ordentliche Einladung zu machen, dann weiß ich nicht, ob du dich auf eine gute Beziehung einlässt. Und liebe Church, ich muss hier echt sagen, ich wünsche mir, dass es mehr solche Dates gibt in unserer Church. Ich glaube, gerade bei denen, die jünger sind und ein Date suchen, passiert viel hintenrum. Es wird viel rumgedruckst, viel rumgetuschelt. Dann haben wir christliche Veranstaltungen und dann wird bis nachts um 3 irgendwo noch geredet, im Auto und so weiter und so fort. Und wir romantisieren das alle. Hey, mach doch den Ask auf ein Date und schleich nicht 2 oder 3 Jahre um jemand rum oder 6 oder 12 Monate und versuch ständig die ganze Zeit nur mit dieser Person irgendwo ein Gespräch einzufädeln. Hey, wenn du ready bist, dann frag um ein Date. Und wenn nicht, dann schleich nicht rum. Wir haben es alle schon gesehen. Und wisst ihr, warum das so passiert? Es passiert darum, weil wir denken, du hast nur einen Schuss. Nein, wenn wir Dating so verstehen, du kannst von mir aus mit 3 oder
mit 3 Personen es ausprobieren. Du musst nur dann rausfinden, ist es für mich dran, und du musst auch wirklich aufrichtig im Herzen haben, in Richtung Ehe zu steuern, wenn du anfängst zu daten und nicht nur just for fun. Aber da ist, glaube ich, ein Virus drin bei uns in manchen christlichen Kirchen, dass wir rumschleichen ohne Ende, jahrelang, und die ganze Sache nie richtig angehen. Ich wünsche mir mehr Dates zu sehen. Ich wünsche mir zu sehen, wie Leute irgendwo in Heilbronn im Café sind, ich laufe vorbei und dann sagen sie mir, hey, was war da? Und dann sagen die, hey, ja, du, wir haben gedatet, und nach 3-mal finden sie raus, du, wir haben rausgefunden, es hat nicht gepasst, und dann hören sie auch wieder auf und haben es gecheckt. Oder sie finden raus, das ist es, und nach einem sinnvollen Zeitraum kommt auch von dem Mann mal der Ask und der fragt, hey, willst du mich heiraten? Und nicht dann 5 Jahre undefinierte Beziehung. Ja, sorry. Leider ist das doch die Realität von dem Datingpool, in dem wir leben, oder? Hey, ich habe den nächsten Tipp für dich, und der lautet, täusche nie. Ja, diese AI-Bilder, die sind echt lustig, oder? Täusche nie, dann kannst du auch sagen, hey, das gilt für jeden, das gilt auch noch für dich in der Ehe, aber gerade besonders beim Dating, da gilt es ganz besonders. Du darfst nie täuschen. Hey, als ein Nachfolger von Jesus, da täuschst du andere Personen nicht. Niemand zu belügen, das sollte für uns eigentlich Standard sein. Du willst kein Lügner sein. Jesus hat nicht belogen und du sollst auch niemanden belügen. Weißt du, wer lügt? Nur Feiglinge lügen, oder? Die Liebe freut sich über die Wahrheit. Das haben wir in den letzten Predigten uns angeschaut. Und weißt du, ich habe dir folgenden Satz mitgebracht. Die Wahrheit tut viel weniger weh, als hintergangen zu werden. Und wie oft gibt es Hintergehungen in Beziehungen? Du hast schon davon gehört, oder? Du hast schon davon gehört und du hast schon von dem ganzen Schmerz gehört. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in der Wahrheit unterwegs sind. Und manchmal denken wir, hey, das kann ich doch meinem Partner, in was auch immer, welcher Phase du gerade bist, nicht erzählen. Was wird der denken? Und dann, in dem Moment, wo du so denkst, bringst du Unwahrheit in deine Beziehung hinein. Und es ist notwendig, dass wir durch diese unangenehmen Unterhaltungen hindurchgehen, dass die Beziehungen auf dem Fundament der Wahrheit stehen können. Das gilt für Verheiratete, das gilt auch für Leute, die daten, und für Verlobte. Okay, was betrifft es jetzt zum Beispiel? Wo solltest du nicht täuschen, gerade auch beim Dating? Du solltest nicht täuschen über vergangene Beziehungen. Du kannst nicht verheimlichen, dass du vorher mit jemandem zusammen warst, geschweige denn du bist in einer Gruppe, da ist eine Person, mit der du vorher zusammen warst, und sagst dem anderen nicht, das geht nicht. Täusche nicht über vergangene Beziehungen hinweg. Du musst nicht jedes Detail erzählen, das ist ein ganz anderer Schuh, aber du darfst nicht einfach so tun, als ob es keine Beziehung gegeben hätte. Genauso täusche nicht über deine finanziellen Verhältnisse. Sei es jetzt, dass du Schulden hast, das kannst du nicht ewig ausklammern, musst du nicht beim ersten Date sagen, aber du kannst auch nicht ein halbes Jahr mit jemandem zusammen sein und so tun, als ob es nicht der Fall ist. Und täusche auch nicht darüber hinweg, wenn du sehr wohlhabend bist. Dadurch kannst du die Person genauso verletzen. Sondern irgendwann musst du das zur Sprache kommen lassen. Täusche auch nicht darüber, dass du vielleicht noch mit Abhängigkeiten zu kämpfen hast. Wenn du mit Abhängigkeiten zu kämpfen hast, selbst wenn du sie schon besiegt hast, irgendwann musst du es zur Sprache bringen. Warst du mal alkoholabhängig? Warst du mal abhängig im sexuellen Bereich, online oder irgendwas? Irgendwann musst du es zur Sprache bringen. Sonst wird es deiner Beziehung schaden. Du solltest auch nicht über Probleme in deiner Familiengeschichte einfach hinwegtäuschen. Vielleicht gab es dort Probleme mit Alkohol oder Probleme mit Untreue und es belastet dich noch. Und irgendwann hat dein Partner ein Anrecht, darüber mal Bescheid zu wissen. Zumindest zu wissen, dass es dieses Problem gegeben hat. Und du solltest auch nicht täuschen über deinen Gesundheitszustand. Wenn du mit einer Krankheit zu kämpfen hast, dann darfst du nicht einfach so tun, als ob du gesund wärst. Das ist nicht in Ordnung. Du musst es, besonders in der Dating-Phase, ist es nicht so wie in romantischen Filmen, dass wenn jemand eine krasse Krankheit hat, dass dann der andere, wenn du in der Dating-Phase bist, verpflichtet ist, bis zum Lebensende mit dir zu bleiben. Das kann er machen, aber er ist nicht automatisch unehrenhaft, wenn das nicht der Fall ist. Das gilt für eine Ehe. Und genau solltest du auch nicht täuschen über deinen Aufenthaltsort. Öfters passiert es, dass der eine Partner wohin geht und der andere darf nichts davon wissen. Ich meine jetzt nicht, du musst Apple Wo ist anmachen für deinen Partner sofort, wenn du im Daten bist. Das ist, glaube ich, eher ungesund. Sondern ich meine damit, dass du anfängst, Sachen zu verstecken, bewusst zu verstecken, auch Treffen mit Leuten zu verstecken, und das ist nicht gesund für eine Beziehung.
Deswegen, ich glaube, fürs Daten ist es wichtig, dass du nicht am Täuschen bist. Nur die kindliche Liebe täuscht. Die Liebe von Gott, wenn du in der unterwegs bist, die bringt die Dinge ans Licht. Und die sorgt dafür, dass Wahrheit passiert. Und du darfst Mut dazu haben. Okay, hier kommt der vierte Tipp. Der Hand, ja. Genau, das war der Keysatz. Und jetzt der vierte Tipp, der lautet, lass nicht zu, dass du schlecht behandelt wirst. Jetzt denkst du, ja, ist ja selbstverständlich. Aber ich möchte es dir trotzdem nochmal sagen, lass nicht zu, dass du schlecht behandelt wirst. Warum? Weil Gott sagt, du gehörst zu mir. Du gehörst zu Gott, ja? Nein, lass nicht zu, dass du schlecht behandelt wirst, weil die Begründung ist, du gehörst zu Gott. Und jetzt die Frage, woher weißt du, ob du schlecht behandelt wirst? Woher weißt du das? Vielleicht ist es ja normal, denkst du. Ich war noch nie in einer Beziehung. Es hat bei mir die Lehre gehalten. Vielleicht ist es ja normal, dass der andere immer rumschreit. Vielleicht ist es ja normal, dass der andere mich so behandelt. Ja? Aber du musst dir überlegen, woher kann ich wissen, dass ich schlecht behandelt werde? Okay, ich möchte dich mit reinnehmen in die folgende Situation. Bist du bei mir? Wer ist da? Wer ist noch da? Jawohl, einige sind noch da, das ist gut. Jetzt stell dir mal vor, du bist dir nicht sicher, ob du schlecht behandelt wirst. Dann stell dir vor, du hast eine Schwester oder du hast eine Nichte oder du hast eine alleinstehende Mutter und die wird so behandelt, wie du behandelt wirst. Würde dich das sauer machen? Wenn dich das sauer machen würde, dann wirst du schlecht behandelt, okay? Wann wirst du zum Beispiel schlecht behandelt? Du wirst schlecht behandelt, wenn dein Partner anfängt, dich zu kontrollieren. Ist das vielleicht der Fall? Kontrolliert dich dein Partner ständig? Möchte er ständig auf eine ungute Weise wissen, wo du bist? Möchte er ständig auf eine ungute Weise wissen, was du ausgegeben hast? Regt er sich auf, wenn du mit einer Person des anderen Geschlechts redest, auch wenn es in einem vernünftigen Setting ist? Macht dich dein Partner vielleicht ständig verbal runter? Lügt dein Partner bezüglich dem Aufenthaltsort und versucht es irgendwie hinzubiegen? Oder verhält sich dein Partner vielleicht überhaupt nicht als Gentleman? Ist er gar nicht der, wo dir die Türe aufhält, dir hilft bei schweren Arbeiten? Oder ist vielleicht so einer, wo dauernd ungepflegt ist und noch schlecht riecht und sich bedienen lässt? Was willst du dann mit der Person? Was willst du dann? Du denkst vielleicht, das ist was anderes. Bei uns ist es ein spezieller Fall, weil und so weiter und so fort. Ja, aber ich möchte dir sagen, ganz egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist, du hast es nicht verdient, schlecht behandelt zu werden. Du bist eine Tochter des Höchsten oder du bist ein Sohn des Höchsten. Und Gott erwartet von der Person, die mit dir zusammen ist, dass sie dich mit Liebe behandelt, oder? Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du in so einer Beziehung bist, wo du nicht respektiert wirst, dann möchte ich dich bitten, dass du darüber betest. Und vielleicht ist es für dich dran, wenn du nicht in einer Ehe bist, sondern in einer informellen Beziehung, dass du vielleicht auch diese Beziehung verlässt. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann möchte ich dich einladen, dass du darüber nachdenkst und reflektierst. Und du kannst gerne auch auf mich oder auf das Predigteam zukommen und wir können gerne uns auch darüber unterhalten. Aber eins ist wichtig, bleibe nicht in einer Beziehung, in der du entehrt und ständig schlecht behandelt wirst. Das ist nicht die Dating-Beziehung, in die du reingehen musst. Und du brauchst auch nicht denken, ich werde nie jemanden finden und wir sind jetzt schon so lange zusammen. Nein, sondern du verdienst es, mit Respekt und mit Liebe behandelt zu werden. Und du brauchst nicht in so einer Beziehung hängen bleiben. Gott hat was Besseres für dich vor. Hey, und hier kommt meine letzte Dating-Regel und sie lautet, behandle deinen Dating-Partner so, dass es völlig egal, wie es ausgeht, auch der nächste Partner sagen würde, du hast sie geehrt. Warum sage ich das? Hey, wenn Dating unverbindlich ist, bis zur Verlobung, dann musst du doch die Option offen halten, dass es nichts wird. Und wenn du dich ehrenhaft verhältst, dann wirst du dich so verhalten, dass wenn deine Partnerin oder dein Partner später mal mit einem anderen zusammen sein wird, dass wenn du den triffst, dass der nicht denkt, wenn ich den erwisch, dem würde ich aber so gerne eine reinhauen. Oder die sind ja sowas von zu weit gegangen und damit haben wir jetzt auf ewig zu kämpfen. Und deswegen braucht es gesunde Grenzen. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du anfängst, als Mann oder als Frau jemanden zu daten
und die Person vorher aber mit jemand anders gedatet hat, um es rauszufinden. Was würdest du dir wünschen? Würdest du dir wünschen, dass die vorher Sex gehabt haben? Und du dann die zweite Person bist, mit der die Person dann Sex hat? Das würdest du dir wahrscheinlich nicht wünschen, oder? Würdest du es feiern, wenn die Person, den Partner, mit dem du jetzt zusammen bist, jahrelang hingehalten hat? Die sind in die Beziehung reingeschlittert und dann ist es 3, 4, 5 Jahre gegangen, weil der andere nie den Hintern hochbekommen hat und mal darüber wirklich serious zu reden, hey, wie wäre es, wenn wir heiraten? Würdest du das feiern? Das würdest du nicht feiern, oder? Würdest du es feiern, wenn es keine körperlichen Grenzen gegeben hätte? Wenn der andere mit Tachi-Tachi in alle Regionen überall vorwärts gegangen ist und dann triffst du den und du weißt so, oh, nee, bleh. Ja? Das würdest du nicht feiern, oder? Würdest du es feiern, wenn die Person sich nicht als Gentleman verhalten hat, sondern ständig wie der Rüpel unterwegs war und dann wurde es die ganze Zeit, ja, irgendwie gerechtfertigt mit irgendwelchen genialen Gründen so. Würdest du es feiern, wenn er ständig gelogen hat, um sein Gesicht zu wahren? Vielleicht um das zu verstecken, was überhaupt noch nicht ready war? Oder würdest du es feiern, wenn er das Helfersyndrom deiner Partnerin ausgenutzt hat und sich so in die Beziehung hineingeschlichen hat? Und später wurde die Beziehung dann wieder aufgelöst. Nein, das würdest du alles natürlich nicht feiern. Deswegen behandle deinen Datingpartner so, dass es völlig egal, wie es ausgeht, auch der nächste Partner sagen würde, du hast sie geehrt. Du hast kein Anrecht, auf über irgendwelche Grenzen drüber zu gehen, bis du verheiratet bist. Das ist das, was wir glauben. Die Ehe ist ein Bund, den Gott gestiftet hat. Und da gehören die Dinge rein, die andere verletzen würden, wenn es doch nichts wird. Und alles, was du vorziehst, das tust du eigenmächtig mit irgendwelchen Nonsensbegründungen. Zieh nichts vor, sondern behandle deinen Partner ehrenhaft und halte gesunde Grenzen ein. Wir werden nächstes Mal noch ein bisschen mehr über diese Phasen sprechen. Und das Gleiche gilt natürlich hier für Männer wie auch für Frauen. Ich schiebe die Schuld nicht unnötig in die Richtung der Männer oder in die Richtung der Frauen. Es liegt an beiden, hier mit gesunden Grenzen unterwegs zu sein. Und wenn ich diese Tipps zusammennehme, dann komme ich nochmal zu meinem Satz von gerade vorhin. Wenn du keine durchschnittliche Beziehung möchtest, dann date nicht durchschnittlich. Du kannst natürlich durchschnittlich daten, es einfach so machen, wie es halt fließt, so wie es alle machen. Oder du kannst mit gesunden biblischen Werten daten. Es kann auch sein, dass für dich vielleicht sogar notwendig ist, dass du die Dating-Szene für eine Weile verlässt, bis du einige Dinge klären kannst. Vielleicht Dinge, die du jetzt gerne verstecken würdest, wenn du datest. Dann verlass die Dating-Szene. Das ist ehrenhaft zu sagen, ich nehme mir ein Jahr, um Dinge in meinem Leben zu klären. Und dann schaue ich, ob ich soweit bin. Dinge, die du vielleicht verstecken würdest, wo du vielleicht gerne nicht erzählen würdest. Mach das, das ist ehrenhaft. Wenn ich jemanden treffe, der sagt, hey, ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt ein Jahr weiter an mir als Person arbeiten, weil ich habe Dinge zu klären und ich bin nicht bereit für eine Beziehung in diesem Jahr, sage ich, Amen. Und wenn ich einen Mann treffe, der ready ist und sagt, ich werde eine Frau jetzt fragen, ob sie mit mir auf ein Date geht, weil ich bin bereit, sie dann auch in Konsequenz in einem sinnvollen Zeitraum zu fragen, bist du bereit, mich zu heiraten, dann auch Amen. Aber wenn es so ein Stinger ist, wo sich nur reinschleicht und nicht ready ist, die vollen Verantwortung zu tragen, eine Ehebeziehung zu geben, dann such das Weite. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen. Wenn es um Beziehungen geht, wenn es ums Dating geht, dann wirst du besser vorbereitet sein dafür, wenn du Jesus nachfolgst. Das wird dich vor unnötigem Herzschmerz schützen und es wird dich bereit machen, mit Mut und proaktiv und mit guten Werten zu daten. Und ich wünsche mir, dass wir da mehr davon sehen in unserer Church. Hey, weißt du was? Ich habe es nicht auf dem Herzen, dass Menschen, die sich nach einer Beziehung sehnen, dass die Single bleiben. Aber ich habe es auf dem Herzen, dass gesund gedatet wird. Dass die Leute gesund zusammenfinden und dass wir da miteinander gut dran arbeiten. Und dafür wollen wir beten. Kommt, lasst uns aufstehen. Hey, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Beziehungen erfunden hast. Und ich danke dir, dass du so an Beziehungen interessiert bist. Und wenn wir Beziehungsschmerzen erleben, dann schmerzt es auch dich, Gott. Und dich schmerzt es besonders auch, wenn
Dating schlecht anfängt und nie endet. Und Herr, ich bitte dich für all diejenigen, die schon frustriert sind von diesem Dating-Pool oder die vielleicht gar nicht mehr hineingehen wollen. Ich bitte dich, dass du Weisheit und Mut schenkst, Gott. Ich bitte dich um Mut für Männer, dass sie Ladies mit Absicht und mit Mut zu einem Date einladen und nicht reinschlittern in Beziehungen. Gott, ich bitte dich um Standhaftigkeit für Ladies, die Latte hochzusetzen, aber auch bereit zu sein, eine würdige Anfrage auf ein Date anzunehmen und der Sache eine Chance zu geben, Herr. Ich bitte dich um den Mut, ohne Täuschung und ohne andere auszunutzen, in Dating-Beziehungen zu gehen. Herr, schenke doch, dass unsere Church stärker darin wird, die Dating-Muskeln auf eine ehrbare Weise zu trainieren, sodass Männer mutig auf ein Date fragen und Frauen sich dabei geehrt fühlen. Herr, ich möchte dich bitten, dass in diesen Dating-Zeiten, dass dort gute Gespräche stattfinden und dass gesunde Grenzen geehrt werden. Herr, schenke Mut zu starten und schenke auch Mut zu enden, wo es Not tut, Herr. Amen. Amen. Herr, ich möchte für einen Moment zu dir sprechen, wenn du Jesus noch nicht nachfolgst. Und ich möchte dir Folgendes sagen, ganz egal, ob du einen Partner hast oder nicht, ob du daten möchtest oder nicht. Jesus hat einen Tisch für dich bereitet und er möchte gerne eine Beziehung mit dir haben. Eine Freundesbeziehung. Er möchte dein Freund sein und er lädt dich ein an seinen Tisch. Und zu diesem Tisch brauchst du nichts mitbringen. Denn Jesus möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und das, was stört, um an diesen Tisch zu bringen, ist eine einzige Sache, ist die Sünde, die du und ich angehäuft haben. Aber weißt du was? Jesus hat vorgesorgt. Er ist ans Kreuz gegangen als Sohn Gottes, ist dort gestorben für deine und meine Sünde. Und deswegen lädt er dich jetzt ein mit offenen Armen und sagt, komm an meinen Tisch und hab Gemeinschaft mit mir. Dort bist du willkommen, dort bist du geliebt, dort darfst du ankommen. Und Jesus möchte mit dir unterwegs sein in all deinen Beziehungen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist und dich danach sehnst, dass diese göttliche Liebe in dein Leben reinkommt, dann möchte ich ermutigen, dass du Ja zu Jesus sagst, dass du sagst, Jesus, ich möchte an deinen Tisch kommen. Ich möchte dich einladen, dass du in meinem Leben Platz nimmst, dass du in mein Herz reinkommst. Ich möchte deine Vergebung in Anspruch nehmen und ich möchte, dass deine Liebe in mein Herz kommt und ich die weiterfließt in meine Beziehungen hinein. Und wenn du das möchtest, dann kannst du heute diesen Entschluss fassen zu sagen, ja, ab heute möchte ich Jesus nachfolgen. Und ich möchte dich einladen, das in einem Gebet festzumachen, dass wir alle miteinander jetzt gleich beten werden. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet mit uns mitsprechen. Und wir alle werden jetzt für einen Moment unsere Köpfe senken, unsere Augen schließen. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, wo sagt, ja, ich möchte gerne an den Tisch von Jesus kommen. Ich möchte gerne sein Liebesangebot annehmen und mit ihm Gemeinschaft haben und so ein Gebet sprechen. Dann ermutige ich dich, wenn du so ein Gebet sagen möchtest mit uns, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann heb doch mal kurz deine Hand hoch. Ist jemand hier, der heute sagt, hey, ich möchte an den Tisch von Jesus kommen? Dann lade ich dich ein, das Gott zu zeigen, deine Hand zu heben. Hey, im Glauben wollen wir gemeinsam dieses Gebet sprechen, wir alle zusammen und laut. Jesus, ich möchte an deinen Tisch kommen und mit dir Gemeinschaft haben. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube an deinen Tod am Kreuz zur Vergebung meiner Sünden und an deine Auferstehung, sodass auch ich lebe. Hilf mir, in deiner Liebe zu leben und gute Beziehungen zu führen. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.